So, hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Wie heilen wir uns denn auch beim Händler, ne? Wenn wir dem ins Boot was reingeben? Oh. Was war das denn? Genau das, auf ihn drauf. Ist das ein Bug oder ist das ein Feature? Das kann man als Feature betrachten. Ist das jetzt, also war das Zufall oder ist das wirklich ein Komet genau auf eine ausgewählte Person geflogen? Das muss, also es gibt die Vermutung, dass es so halt sein soll. Gibt sogar so einen Comic dazu extra deshalb. Beim Weglaufen, einfach Wahnsinn. Jetzt hat der Catchy hier erstmal einen Krater hinterlassen, den mache ich gleich wieder zu. Ich habe schon Lehm einstecken. Ja, oder Erde. Kann man auch nicht. Du hast recht, ich bin immer so mit dem Lehm, ne? Ich mach mal einen Clip. Oh, nee, ey. Okay, Steine können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wir brauchen jetzt noch eine Windmühle, ne? Brauch mal so ein Wasserrad. Wasserrad, das ist auch cool, aber muss man nicht fürs Wasserrad... wie war denn das gleich? Das hat doch... Da muss man doch einen Wasserfall haben, oder? Ja, man kann auch vielleicht so eine Pumpe machen oder sowas. Die Pumpe und die Pumpe dann ans Wasserrad ran? Okay. Na, mal gucken, dann mal rausfinden. So. Das ist wieder gerade. Dreimal Holz brauchst du noch. Ich nehme mal meine beiden Klongs. Und geh mal Treibholz suchen. Ach ne, du hast ja noch hier drinne welches, ne? Sand und Lehm haben wir da auch noch drinne. Ich geh mal gucken, ob ich noch. Graben wir gleich mal noch ein bisschen Sand ab. Vielleicht will er noch welches haben dann. Ja, Ketchy hat wieder ein paar Ressourcen mitgebracht. Brauchen wir nur noch. Ja, einen Amboss brauchen wir. Auf Discord gepostet, okay. Gut, oder? Ist okay. Ja. Sven 2. Aber das ist natürlich so eine coole Sache. Das hat so ein bisschen was von Hero Brian, wa? Rein zufällig wird ein Klonk auserwählt. Ja, gut. Wenn man halt selber Entwickler ist, dann kann man schon sowas mal einbauen. So, was haben wir hier? Minimum, Maximum? Was können wir denn da machen? Wasserrad? Jetzt brauchen wir noch ein... Schiebe ich das gerade an, das Wasserrad? Nee, das weiß reinregnet wahrscheinlich. Nee, das mache ich gerade mit meinem Menschen hier. Dass es das gerade dreht. Echt? Ja. Du kannst ranfassen, kannst das nach links und rechts drücken und dann dreht sich das. Also so war es gerade eben bei mir. Hier, jetzt hast du es angehalten, jetzt drehst du es. Was haben wir hier? Ach, hier können wir auch gleich schmieden. Hast du gerade einen Amboss hingestellt? Ja. Ach so, für Leitungsbausätze brauchen wir Metall und so. Ah. Es ist natürlich nur die Frage, wenn ich es jetzt schnell drehe. Ach, wir haben noch gar keinen Leitungsbausatz, also können wir nicht sehen, ob es funktioniert. Ja. Aber du holst ja gerade schon, du machst ja gerade schon Metall, ne? Catchy! Schmeißt du das Lehm hier runter? Was? Kohle? Oh.
dumm, ey. Kohle reingeschmissen. Dann holen wir dann ein bisschen mehr Kohle. Hier. Gehe ich von hier holen? Hängt natürlich am letzten Millimeter. Haha, guck mal! Oh. Ja, mit dem richtigen Move krieg ich es auch hochgeworfen sogar. Ja. So. Ich bin gleich tot. Mann, wo war denn das denn schon wieder? Ich werde mal schnell den anderen Klonk nehmen. Ich stelle den mal hier irgendwo rein. Der hat einen Fisch. Was los, was los? Das Boot ist wieder hochgeflogen. Ach so, die Fische können wir doch essen, nicht? Müssen wir die dazu braten? Das ist ja unsere Versorgung, sag ich jetzt mal. Genau, und jetzt stelle ich gerade fest, ich müsste mal ihn essen. Aber ich schmeiß die immer weg, statt die zu essen. Da hinten ist ein Klonk tot. Das war bestimmt der Catchy ist da einfach. Den kriege ich doch. Ha, so. Catchy hat sich hier auch schon reingegraben. Da unten sind Bomben. So, jetzt bringen wir den Fisch mal hier rüber. Und jetzt kann der andere den Fisch erstmal... Och! Fünf Fische hier drinne und ich. Und ich renn extra los da deswegen. So, komm mal, ich mach jetzt mal Gas hier und du kannst es mal anbaumeln jetzt. Du hast ja gerade eine Leitung seit Mautas gemacht, oder? Das war wohl, jetzt geht's sogar. Warte, ich schub's wieder an. Nee, geht nicht, ne? Doch. Manchmal reicht's, man muss eine Weile machen. Also ich glaube nicht, dass der Regen da ausreichend ist, tatsächlich. Nicht, weil... Oder das... Doch, das dreht sich doch von alleine. Warte mal, nee, es hält an jetzt. Guck mal, trotz Regen hält's an. Jetzt halte ich's fest. Mit zweien jetzt mal. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Aber ich kann auch nicht gedrückt halten. Ich muss mehrmals auf das Links drücken. Aber ist ja gut, wenn das funktioniert, dass man wenigstens mit anschubsen kann. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was können wir jetzt tun, damit das Wasserrad besser funktioniert. Man könnte versuchen, also den Regen zu nutzen, ist erstmal generell keine schlechte Idee. Wenn wir jetzt da oben mit Lehm eine Brücke hinbauen und da mit einer Pumpe Wasser hochbringen, dann kriegen wir doch ein Perpetuum mobile, oder? Ja, so ungefähr. Also... Och, ich bin ein Idiot, ey. Das klappt alles nicht. So, dann nehme ich mal... Komme ich da oben hin? Ja, man kommt da hoch. Muss vielleicht eine Erde hin tun. Weil auf das Haus kommt man ja nicht hoch. Ja, auf den Hafen ganz oben kommt man hin. Ja, das könnte man auch probieren. Aber ich komme damit trotzdem nicht nach da. Ja. So, okay, also müssen wir hier erstmal hochkommen. Hast du recht mit einer Erde? Da schmeiße ich hier meine Erde hin. Das ist auch knapp. Das war wieder typisch, Alter. Och nee.
Ah, die Mager gar nicht, weil die kein Holz mehr geben. Ach so, weil die verbrannt sind, meinst du? Nee, weil das, der Gesamtwert von dem unter einem Holz ist. So, ich schmeiß erstmal hier, ich hab mal kurz Erde nach dir geschmissen. Mal gucken, ob ich damit da hochkomme. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich das Leben da hoch? Wenn ich jetzt hier hinbaue. Was hast du gerade? Einen Leitungsbausatz hier hingemacht? Das ist Abflussrohr. Von der Pumpe. Ja, vielleicht legst du den hier so senkrecht Leben nach oben oder so. Du meinst hier rechts senkrecht nach oben? Nee, hier links meinst links, du? Links, ja. Na, ich kann schräg nach oben bauen. Aber da muss halt jetzt passen, weil sonst kommen wir nicht mehr hoch. Nee, wir kommen jetzt nicht mehr hoch, das stimmt. So, und jetzt muss jemand unten anschubsen. Warte, ich schub's mal unten an. So, jetzt die Pumpe, die muss jetzt... Wasser fängt an zu... Ach so, das ist doch verkehrt rum. Warte mal. Das muss so rum sein, oder? Oh Mann. Ah, aber ich glaube, das Perpetuum mobile wird's wohl nicht. So, jetzt kannst du ja mal loslassen. Mal gucken, ob die jetzt... Also Wasser kommt jetzt auf jeden Fall von oben drauf. Oder, na, jetzt heißt angehalten, guck mal. Jetzt dreht sich's andersrum von alleine. Warte mal, ah, warte mal. Das dreht sich hin und... Jetzt! Guck mal, das... Das schubst sich an. Müssen wir vielleicht da oben noch irgendwas anderes hinbauen? Wir können auch die Rampe länger machen, dann fällt mir ja drauf. Das ist ja eine Idee noch, ne? Das kann man auch von links, rechts drauf. Ja, das können wir auch probieren. Den Regen voll auffangen. So. Jetzt bin ich bestimmt zu weit vorne, oder? Das geht. Die wird manchmal schneller und manchmal langsamer. Siehst du das? Okay, aber jetzt scheint es zu gehen. Und ich überlege jetzt gerade, ob es sich lohnt, jetzt auch hier noch irgendwas hinzubauen, damit das auch nach rechts ein bisschen aufgefangen wird, weil das spritzt ja auch drüber manchmal. Stimmt. Aber senkrecht würde ich was hochbauen. Okay, ich geh holen. Das ist schon das Perpetuum mobile. Wir sind hier die Top-Versorger. Senkrecht hoch, lieber. Na, okay. Wollen wir mal so gucken. Und jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt kommt's unten nicht mehr raus. Weil es gerade nicht reinregnet. Na, ein paar Tropfen. Du schubst es gerade an, ne? Ja. Hier kommt auch ein bisschen was raus. Oh. Es sammelt sich hier. Guck mal hier. Ja, das war dumm, was ich gemacht habe. Es spritzt nicht mehr nach unten raus. Jetzt hast du gesehen? Ja, oh, ja. Okay, aber okay. Das kann sich noch... Ja, es war ein Versuch. Muss mal draus probieren. Okay. So, mehr Leben haben wir jetzt nicht mehr, ne? So, okay. Und das Boot. Das Boot da unten. Oh. Spiel schon speichern. Aber ich habe lange den Kapitän nicht gesehen, muss ich mal sagen. Ja. Wo bleibt der?
Er kommt bald wieder, steht jedenfalls da. Mal gucken, ob das schwarze Schiff, kriegt man das nicht irgendwie da weg, das kaputte Schiff? Wir könnten mit einem Seil versuchen, das wegzuziehen da, oder? Ja, das steckt halt im Hafen drin, das ist das Problem. Gut, dann haben wir das hier. Wir brauchen wieder mehr Erde, damit wir ein bisschen Inseln erzeugen können, damit Bäume wachsen. Ach, ihr habt da unten schon ein Boot am Start? Irgendwer hat das reingeschoben da, das war nicht schlau. So, ich gehe mal von drüben, können wir Bomben holen. Ja, Bomben brauchen wir jetzt. Und Leben, wenn es geht. So. Aber am besten wäre natürlich jetzt eine Lore. Weil wir mit der Lore dann hin und her fahren könnten und die Bomben reinsammeln. Oder wir nehmen halt alle Klongs, die wir haben, irgendwie mit. Ja, so. Lohnt sich gerade nicht, Wind ist eine andere Richtung. Ach so, ja, das ist richtig. Das lohnt sich dann wirklich nicht. Warum ruckelt denn das heute schon wieder so? Oh, ich kam gestern aus dem Urlaub nach Hause. Der Garten ist total vertrocknet gewesen. Und im Garten, das kannst du dir nicht vorstellen, geht's WLAN nicht mehr. Da musste ich natürlich erstmal reagieren. So, du holst Kohle oder Bomben? Was holst du? Achso, du holst alles, was hier so rumliegt, ne? Ja, das ist mal so einsammeln hier. Weil wir brauchen auch die Kohle, die brauchen wir natürlich auch. Entschuldigung, das war keine Absicht. Was Catchy hat geschrieben, so, was meint er denn? Ich schmeiße das alles da oben hin, das hole ich nachher mit dem Schiff. Das Boot da unten ist weg. Okay. Er hat das Boot wieder weggeentsorgt. Hopp. Jetzt habe ich hier oben das hingeschmissen. Das läuft mir auch gleich ab. Es ist furchtbar. Händler kommt bald wieder. Na, ist ja erschreckend. Komm rein. Also hier sind noch relativ wenig Bomben. Auf der anderen Seite drüben ist der ganze Berg voll. So, da haben wir Kohle reingeschmissen. Hopp!